Hi ho, Leute, herzlich willkommen zum M615, das ist meine Wenigkeit und wir spielen heute wieder weiter in Mario Kart 8 Deluxe. Ja, es droht so ein bisschen die letzte Woche, jetzt mag der ein oder andere sagen, yay, endlich letzte Woche, es geht jetzt gleich in die DLC-Kurse. Je nachdem. Wir haben zweimal Silber gekriegt letzte Woche und dementsprechend, ja, das wollen wir natürlich heute hier wieder vermeiden. Wir fahren mit Pink Yoshi. Natürlich können wir jetzt auch mit Katzen-Cabrio fahren, aber wir fahren mit dem coolen Cabrio. Und weil das so cool ist, nehmen wir dementsprechend dann auch Kissen, weil, ne, wir wollen ja alle da auch schön fleißig da schön sitzen. Und, nehmen wir das auch nochmal mehr dazu. So, heute fahren wir den Blood Cup und ja, heute fahren wir Blood Cup und danach die nächsten Tage, die anderen Tage. So, aber ich will euch schon mal sagen, wenn wir das so schaffen sollten, dass wir jetzt hier alles, also heute, die ganze Woche lang, alles ohne Probleme hinkriegen, das heißt also überall Gold, überall mindestens ein Stern, dann kann ich euch sagen, kommt am Wochenende lediglich die beiden anderen Dinger und lediglich diese werden wir dann an diesem Wochenende, oder besser gesagt, ja, an dem Wochenende, ne? Werden wir dann die am Wochenende doch zeigen und dann geht es schon weiter mit dem DLC-Ding. Ja. Also, wir sind gespannt, ob jetzt Yoshi mit den, also der pinke Yoshi mit seinem pinken Auto und seinem, Kissen heute auch dementsprechend dann abliefern kann. Letzten Woche, wie gesagt, hatten wir eine durchwachsene Woche. Also auf der einen Seite lief das grandios, auf der anderen Seite eben überhaupt nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, Bikes. Der M1, also meine Wenigkeit, kann einfach leider mit Bikes nicht richtig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich mit den Bikes nie zurecht. Das kam ich nie und das hat sich leider auch nicht geändert. Aber das macht ja nichts. Es gibt ja... Es gibt ja... auch viele Fahrer, die nicht mit Karts klarkommen, wobei das ja eigentlich Mario Kart ist. So. Nicht zu viel reden. Mach. Schnell. Ich weiß, dass Donkey das Erste ist. Oder besser gesagt, war. Ne? Alles mit der Ruhe. Hier dieser 200er gab es tatsächlich so eine Ruhegeschichte. Wenn du hier anfängst nervös zu werden, wie jetzt ich. So, sauber. Kannst du grundlegend nach hinten losgehen. Wow, jetzt wird hier gerade... Backenfutter verteilt, würde ich mal sagen. Hier Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Nicht zu schnell in die Kurven. Rosé Gold! Ja, rosa Gold, Peach hat noch überholt. Ich war mir nicht sicher, wer da jetzt neben mir gefahren ist, aber ich hätte ja eh nichts machen können, weil, wie? Stark gemacht von rosa Gold, Peach. Ja, diesmal nicht die drei Sterne, aber wie gesagt, also es reicht ja einer. Es reicht ja einer und ja, rosa Gold Peach. Wir haben schon schlechte Erfahrungen mit Peach gemacht, im Sinne von, dass die uns einmal komplett rasiert hat, wenn man das so im Fachjargon sagen darf. Die hat einfach mal uns eiskalt besiegt, nämlich mit Katzen Peach. Da war sie overpowered und deswegen gucken wir mal, ob sich das dementsprechend ändern wird. Also diese Kurse sind hier definitiv nicht für 200 gedacht. Ja. Aber alles mit Ruhe. Runter. Okay, das hat gereicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das reicht als Abwehr, dass wir einfach hier nur rüber jumpen. Aber das reicht doch anscheinend. Oh,
Ja, Sorbetland oder Sorbetland oder Sorbetland oder wie ihr auch immer das bezeichnen wollt. Sehr schön. Erinnert mich immer irgendwie an Winter. Das so lieben mag. Aber so wie man sich den Winter vorstellt. In Norddeutschland sieht das ja leider momentan nicht so häufig so aus. Leider. Dass man Items nicht tauschen kann. Aber Sieg ist Sieg. So einfach ist das. Rosa Gold Peach of 2. Eine spannende Geschichte eigentlich, wenn man sich das Rennen so aus neutraler Sicht betrachtet. Aber es ist sehr oft so. Auch beim Fußball. Ne? Also ich mache ja viele Bundesliga-Tipps und viele Tipps grundsätzlich. Aber oft ist es so, wenn man sich sowas aus neutraler Sicht anguckt, ist das alles immer ganz anders. Also wenn man einen Fan fragt, sagt er natürlich, klar, mein Team und so. Und das hat irgendwas Falsches gemacht. So, das war jetzt der erste Platz. Das war interessant, erster Platz. So, ich fahre ja schon bei 150 hier gegen. So, kein Schutz. Okay, der ist so komplett aus dem Takt. So, erster nach Runde 1. Das reicht aber, das bringt dir nichts. Wow, das war knapp. Na, diese Wiese hier ist gar nicht mal so schlecht. So, Melinda. Wow, Melinda mitnehmen. Auch da ganz knapp an der Banane vorbei. Gut, letzte Runde, Final Lap. Ende der Runde müssen wir auch auf diesen Positionen noch stehen. Oh, das war knapp. Andersrum, eigentlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, finde ich. Oder nicht, oder nicht. War gar nicht mal so schlecht. Zack, 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 bam. Oh oh. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh Gottes Willen, das ist nicht lustig. Ich glaube, das mit dem Sternrang wird jetzt schwierig, ne? Ich weiß gar nicht, 52 oder 54? Ich glaube 54. Und damit haben wir es gar nicht mehr möglich mit Sternrang. Wir versuchen es trotzdem mit Gold. Aber Sternrang ist natürlich leider auch dabei. Heißt also dann, dass wir das doch am Samstag nicht, beziehungsweise Samstag und Sonntag, nicht nur so durchziehen können. Aber ist ja auch momentan wieder ziemlich warm. Wir haben so eine Wärmewelle. Jetzt kann ich ja nicht, eigentlich nicht so gut spielen bei Wärme. Das ist mir nicht wundert, dass das momentan so. Ja. So gut läuft und dann fährt er gegen das Ei. Also, aber nicht tu. Mit Windschatten. Würde ich schon sagen, ist da irgendwer vor mir? Wenn ja, ist gut, weil jetzt kommt blauer Panzer. Oh, ja. Ja, ja, ja.
alle auf einmal. Dritter. Sind echt beide vor mir. So, haben wir mit abgeräumt. So, Double Item. Nein, echt jetzt? Wirklich jetzt? Komm schon. Nein, nochmal Dritter. Gut, das ist kein Sternrang. Das ist kein Sternrang und nicht mal Gold. Ja. Der Fordernde. Und überfordernde 200er Cup. Ja, muss ich mal dazu was sagen? Ich weiß es nicht. Okay. Das lief nicht so gut. Schade. Aber ja, wir versuchen es einfach nochmal. Und das nächste Mal. Also, zur nächsten Folge seid ihr hoffentlich wieder dabei. Bis dann. Ciao.